Der große Tag für Borussia Brandenburg rückt immer näher. Die Borussia-Frauen bereiten sich auf die erste Hauptrunde im DFB-Pokal vor. Am kommenden Samstag geht es nämlich gegen Blau-Weiß Hohenneuendorf ums Weiterkommen. Der Ball rollt auf dem grünen Rasenplatz des FC Borussia Brandenburg. Hier trainiert immer dienstags und donnerstags die Frauenmannschaft. Seit einigen Wochen besonders intensiv, denn die Fußballerinnen stehen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Am Samstag, den 25.08.2012, empfangen sie den Zweitligisten Blau-Weiß Hohenneuendorf. Dass man dieses Ziel erreicht hat, darauf ist auch der Vorstand besonders stolz. Der stellvertretende Präsident Tobias Stimming schaut seinen Schützlingen bei der Trainingsvorbereitung für das Topspiel zu. Obwohl sie schon gut eingespielt sind, kickt die Mannschaft noch gar nicht so lange zusammen. Die Frauen spielen jetzt mittlerweile seit 2 Jahren bei uns. Im letzten Jahr war eigentlich das erfolgreichste Jahr. Dort sind wir als Aufsteiger in der Brandenburg-Liga Dritter geworden, haben im Pokalfinale 1-0 gegen den Brandenburg-Liga-Meister gewonnen und standen außerdem noch im Finale der Hallen-Landesmeisterschaften. Doch trotz der guten Leistungen bleibt sowohl die Mannschaft als auch der Trainer auf dem Boden. Chancen und Stärken werden realistisch eingeschätzt. Wir sind ganz klare Außenseiter und daher versuchen wir uns natürlich im taktischen Bereich ordentlich vorzubereiten. Gerade in der Defensive ist es wichtig, dass wir da ordentlich stehen. Unsere Stärken, muss ich sagen, sind wirklich, dass wir uns auf den Punkt genau konzentrieren können. Ja, wenn es darauf ankommt, ist die Mannschaft da. Die Mädels treten auch als Mannschaft auf, haben riesigen Kampfeswillen, den sie an so einem Tag denn auch zeigen können. Und ich hoffe, dass es auch jetzt am Samstag wieder so zeigen können, die Mädels. Ja. Diesen Teamgeist müssen sie dann am Samstag beweisen. Die Spielerin Nora Diekmann ist zwar erst seit der Winterpause mit dabei, fühlt sich aber trotzdem als Teil der Mannschaft und fiebert mit. Natürlich total spannend. Also ich kam halt von der Kreisliga und dann in so eine Mannschaft zu kommen, die so erfolgreich ist, das spornt nochmal richtig an. Ja. Ich denke mal, halt mit viel Kampfgeist und Teamgeist, ja, wäre da schon ein bisschen was drin. Der Zusammenhalt steht also ganz oben auf der Liste. Doch nicht nur die Taktik wird trainiert. Auch beim Torschuss zeigen uns die Mädels, dass nicht nur Männer mit Bällen umgehen können. Bei der Vorbereitung lohnt es sich sicher, das Spiel am Samstag zu verfolgen und die Brandenburgerinnen zu unterstützen. Liebe Brandenburger, am Samstag um 14 Uhr startet unser Spiel des Jahres. FC Borussia Brandenburg gegen Blau-Weiß Hohenneuendorf. Kommt alle Unterstützung, dass wir in die nächste Runde einziehen. Auch wir sind vor Ort, drücken die Daumen und wünschen den Frauen viel Erfolg und ein faires Spiel.